Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, ich muss das Ganze jetzt ein bisschen langsamer machen, weil ich hatte das hier schon aufgenommen, dieses Stück, wo ich diesen Typen verfolge, und da ist mir das ganze Spiel abgeschmiert. Ich weiß gar nicht, warum. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach nochmal in Ruhe. Nichts überstürzen, wir haben Zeit. So, hier müsste das sein. Da. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need, Lieutenant. They've been as sweet as lambs since Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Well, I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There is no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. So, wir laufen jetzt auch... Kann ich nicht auch schleichen? Ich kann sogar schleichen, aber ich denke schleichen... Ich habe jetzt... War bestimmt eine Woche lang nicht mehr gezockt oder so. Er sieht uns nicht. So, wir gehen jetzt ganz langsam hinterher. Jetzt hier ein bisschen schneller. Ja. Ich sammle das mal ein hier. Versteckt mich mal hier in der Ecke, in der dunklen. So, und genau hier war der Moment, wo das Spiel abgestürzt ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es diesmal funktioniert. Ich stelle mich auch diesmal auf die andere Seite. Ich bin da immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, wenn das Spiel einmal irgendwo abgestürzt ist an einer bestimmten Stelle und ich stand dann da an dieser Stelle irgendwie an einer bestimmten Seite, dann stelle ich mich immer auf die andere Seite hin. Ah, ich bin ein bisschen raus. Erstmal wieder reinkommen. Ich habe mir ein bisschen Auszeit gegönnt, ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ein bisschen gelesen. Upsala. Who are you? You're following me. Indeed. We would like to talk to you about the silver coin. Egon. Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Don't take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard. But you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you were implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes. We'll see about that. Na, der hat einen Totenkopf. With a poison on my blade. Oh mein Gott. And let's go! Ich muss erstmal hier. Take a potion if you want to cast more spells. Ich muss erstmal kurz checken. Wie kriege ich jetzt mein... ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Scheiße. R und A ist Schusswaffe, alles klar. Move away. Things are about to get dicey. Let's see if you can ward off this faint. Den kriege ich. So, have you finally decided to follow us? So you can torture me. You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Egon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on. I'd rather die. Oh. There's poison on my blade. Then let's go. To my health. Dann bringen wir ihn jetzt halt ganz um. Ich kann damit leben.
Ich kann damit absolut leben. Jetzt sammeln wir erstmal hier ein bisschen. Du glitzerst. Was bedeutet dieses Glitzern immer? Hat er ein Level abbekommen oder so? Also den plündern wir jetzt sofort. Weil da kriegen wir bestimmt raus, was wir suchen. Geprägte Silbermünze. Diese geprägte Silbermünze wurde bei der Wache gefunden, die für die Erpressung verantwortlich war. Egons Bande scheint diese Münze als Erkennungszeichen zu benutzen. The silver coin. His symbol of recognition. I have to show it to Manfred. Wir müssen erstmal gucken, wie wir hier wieder wegkommen. Ich trage zu viel Gewicht, um zu sprinten. Ach ja, genau. Das war mein Problem. Gut, stört mich jetzt gerade nicht weiter. Sowieso erstmal hier ein bisschen. Wie kann ich nochmal die Waffe wechseln? Boah, ich muss erstmal Schattengeschoss. Das, Schattenwirkung. Y. Ausweichen, alles klar. Ah! Alles klar. Ich hab's entdeckt. Wir sollen das jetzt hier Manfred zeigen. Achso, da ist ja der gute Manfred. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I conducted my investigation on the extortion organized by certain members of the Guard. I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them, as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the Guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty or terror? Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name, but as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency, take this. On behalf of the guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the city guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? No. No, thank you. No, level up. Yay. Ich muss mal kurz überlegen, wie komme ich jetzt zu den, oh, ich habe Talent. Moment. Verbleibende Punkte einen. Fallenstellen interessiert mich nicht wirklich, ne? Ich würde auch gerne jetzt auf Schusswaffen gehen. Das war falsch. So, oh, verbleibende Punkte insgesamt verbrauchte zu einen. Wir können wieder. Jetzt haben wir Charisma, haben wir Level 1, Handwerk. Warte mal, da war was. Ich brauchte was. Brauchte ich nicht irgendetwas für Ausdauer, Genauigkeit, Willenskraft, Beweglichkeit? Gut, hier kann ich. Brauchte ich Wissenschaft? Ja, ich glaube, ich brauchte. Ich brauchte nämlich etwas für eine Quest. Brauche ich aber Ausdauer 2 für. Wir leveln ziemlich blöd. Ach du Scheiße. Das ist eine geile Hüte. Das gefällt mir wiederum hier.
Obwohl ich sie ja ohne Hut auch sehr schnieke finde, ne? Und ich glaube, das lassen wir erstmal. Habe ich denn endlich mal? Ich habe immer noch nichts für den Rücken. Okay, genau. Quest eine Geheimnis der alten Ruinen. Das ist die Hauptquest. Wir wollen Nebenquest. Mission haben wir nämlich keine Nebenquest. Erkundung und Kartografie. Das machen wir ja eh nebenbei. Professor, Kinder von Tier Freddy. Auf ein aufstrebender Händler. Trifft dich mit Udan. Genau, das müssen wir noch machen. Schatten der Gnade, Kampf in der Kurt. Nein, unter den Phantom. Das kommt noch im Laufe der Hauptquest. Familienname. So, wir müssen einen Schlaftrank nämlich fertig machen. Und das tun wir jetzt auch erst. Und dann kann ich nämlich auch ein paar Sachen ablegen. Eigentlich sollte ich mal ein paar Sachen verkaufen, aber ich weiß gar nicht. Jetzt ist nachts. Haben nachts überhaupt die Geschäfte aus? Ich meine, es sieht hier gerade nicht so belebt aus wie sonst auch. Ich sehe, dass da hinten was leuchtet. Keine Sorge. Übrigens, ich wurde jetzt letztens mal angehalten, ob ich nicht mal... ja, zum Beispiel, ob ich jetzt später an... Also, ob ich The Last of Us Part 2 Let's Playen werde. Ja, das Problem ist, dass ich das schon spielen werde, aber eher privat, weil ich momentan nicht die Möglichkeit habe, über die PlayStation 4 oder der Xbox One, ich meine, das ist ja nur ein PlayStation 4 only, aber ich habe halt auch Xbox One, zum Beispiel, dann hätte ich auch Red Dead Redemption 2 spielen können. Ich habe momentan nicht die Möglichkeit, darüber aufzunehmen. Ich habe jetzt hier nicht so eine Elgato oder so. Also ich könnte nur über die PlayStation 4 direkt aufnehmen. Ob es da irgendwie was mit der Xbox One gibt, weiß ich noch nicht mal. Auf jeden Fall, und das ist mir halt mit diesen, also die kann ja Videos aufnehmen eine Zeit lang und dann hört die ja mit der Aufnahme auf und dann muss man aber, ich glaube, separat wieder, also muss man selber wieder drücken, dass die Aufnahme anfängt. Und das ist mir zu unsicher, weil ich bin wirklich ein Schussel. Ich vergesse das, weil wenn mir das irgendwie angezeigt wird, dann übersehe ich das und dann drücke ich nicht rechtzeitig oder so. Und das ist mir irgendwie ein bisschen zu unsicher. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit mit dem Livestream. Natürlich könnte ich live streamen. Dann wurde ich aber halt, dass man halt ganz gerne mit Kommentaren. So, das Problem ist aber mit den Kommentaren, dass ich, dass das ja dann auch auf meinem Fernseher angezeigt wird, die Kommentare rechts, und dass dadurch das Bild kleiner wird. Und das Bild ist mir, glaube ich, zum Spielen selbst ein bisschen zu klein. Ja, das ist natürlich blöd. Sehr blöd. Aber ich habe vor mir mal so eine Elgato. Ich weiß nicht, da gibt es jetzt schon zig Versionen von oder so. Ich habe vor mir, die mal zu holen. Und dann kann ich auch über die Konsolen her aufnehmen. Entschuldigung, das geht jetzt gerade voll von der Zeit ab. Aber wisst ihr was? Ich hänge es einfach hinten dran, okay? Ich möchte es noch halt mal kurz erklären, aber ich werde dazu, glaube ich, nochmal ein spezielles Video zu machen. Also auf jeden Fall, ich kann... dann kann ich halt auch aufnehmen, aber dafür bräuchte ich dann auch wieder einen größeren Bildschirm. Also es ist geplant, also definitiv, es ist geplant, dass ich mir sowas zulegen werde, dass ich mir auch einen größeren Bildschirm holen werde und so weiter und so fort, dass ich dann auch über die Konsolen aufnehmen werde, Xbox One und dann werde ich auch alles nachspielen, was ich auch alles dafür besitze. Das ist wirklich schon in Planung. Allerdings geht jetzt mein Gespartes erstmal für eine neue Grafikkarte drauf, denn die ist wirklich nötig. Ich habe es jetzt zum Beispiel bei Greedfall gemerkt, deswegen, ich spiele ja gerade nicht auf Ultra, sondern nur auf Hoch. Und das zeigt mir, dass ich so langsam mal, ne? Ja, auf jeden Fall, es ist geplant. Also zum Beispiel, es wird auch mal Red Dead Redemption 2 folgen oder Red Dead Redemption oder ich weiß gar nicht, was habe ich noch auf der Xbox One? Ich habe da gar nicht so viel.
euch da gar nicht so oft, also so viel drüber spiele. Jurassic World habe ich noch. Fable 2. Irgendein Tomb Raider Spiel habe ich da auch noch drüber. Ich glaube, den zweiten Teil. Also jetzt nicht Lara Croft hier Tomb Raider, sondern die neuen aufgelegten Versionen. Ja, das war's eigentlich, glaube ich. Ja, und dann halt so Landwirtschaftssimulator und Minecraft, aber das ist alles so, weiß ich nicht, so. Das sind so Spiele, die funktionieren bei mir nicht lange. Also ich spiele sowas, ich habe es versucht, ich spiele, jetzt ist hell, schön. Ich spiele sowas dann halt auch, aber dann vergeht mir irgendwie die Lust nach so einer halben Stunde, Stunde und dann, ich weiß nicht, ich habe gemerkt, so diese Spiele liegen mir einfach nicht, deswegen verstauben sie eigentlich nur noch. Ja, auf jeden Fall, es ist geplant. Ich kann aber mal gucken. Ich kann noch mal einen Livestream machen und dann kann ich mir das noch mit einem anderen Spiel und dann kann ich ja mal gucken, wie das da so mit dem Gameplay läuft. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann ich ja versuchen. Ich hatte sowieso vor, The Last of Us, den ersten Teil, mir nochmal für die PlayStation 4 zu holen, denn ich habe den nur für die PlayStation 3. Und den wollte ich mir eh für die 4er holen. Und ich kann ja mal versuchen, den Livestream mit Kommentaren zu spielen. Und wenn ich merke, auch es geht, dann kann ich spielen mit den Kommentaren. Ansonsten würde ich vielleicht den Livestream machen, aber die Kommentare auslassen. Weil, es ist halt, ne? Es ist halt ziemlich blöd mit diesem kleinen Bildschirm. Das ist wirklich blöd. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann auch zu viel schreibt in dem Chat, dann kann ich das auch noch nicht mal lesen, weil ich nur eine bestimmte Anzahl an Wörter lesen kann. Und da muss ich immer separat auf mein Handy gucken. Das ist echt... Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, die Kommentarfunktion einzuschalten, aber nicht, dass ich sie sehe. Dass ich dann immer mal wieder auf mein Handy gucke nebenbei. Ich aber dann gleichzeitig einen großen Bildschirm habe zum Gucken. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Aber sollte irgendjemand einen Tipp für mich haben oder das wissen, dann schreibt mich an. Definitiv. Ich will das jetzt definitiv wissen. So. Oh, it's a great pleasure to see you again at the Forge. Ich möchte was verkaufen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber... Ach, guck mal, das ist schon... Das habe ich doch. Den können wir verkaufen. Genauso wie die Axt. Was ist mit euch los, Leute? So. Wir können da irgendwas für Dingens lassen. Ich finde das total witzig. Den Turban. So. Schmuck. Ach nee, das ist Fallen. Und Tränke. Ich würde das mal so lassen. Drachenharz, Bernstein, das Trödel, prachtvolle Feder. Silberner Siegelring. Ach so. Das kann ich alles verkaufen. Ja. Ach, da. Genau. Das lassen wir mal. Das ist sehr schön, aber es bringt mir nichts. Handschuhe. Und die bringen Opsala. So, Stiefelchen. Naja, so viel besser sind sie nun auch wieder nicht. Und ja, das war's. Gut, habe ich was habe ich wieder ein bisschen Kohle zusammen? Genau, ich bin wieder bereit zum Sprinten. Und jetzt gehen wir eben den Schlaftrunk machen, liefern Kurtz, nicht Kurtz, Vaskos. Quest ab. So, schönen guten Tag. So, ich muss hier hin. Ich muss einen Schlaftrunk machen.
Da, ich brauche eine Schnapsflasche. Nee, da. Schlaftrunk. Metalldübel, hä? Versetzt es. Dieser Getränk enthält ein starkes Schlafmittel. Wer es trinkt, fällt sofort in einen tiefen Schlaf. Ach so, ich brauche noch eine Schnapsflasche. Schlaftrunk. Erst einmal einen Schlaftrunk. Wie viel? Wie viel Schlaftrunk muss ich machen? Scheiße, ich weiß es nicht. Ich muss auf die... erhalte Schlaftabletten. Schlaftrank. Brauche ich 4-mal. Okay. Passt nicht. Warte mal. Ach, ich muss das hier alles noch sammeln. Zottiger Schillerporling. Ich brauche 4-mal den Zottiger Schillerporling. Ja, wo kriege ich den denn her? Und ich brauche eine Schnapsflasche. Nochmal. Oh, das ist schon ein bisschen knifflig gerade hier. Wo kriege ich denn die Schnapsflasche her? Zitterporling. Come closer, good people. Liqueur and wine. Bei dem kann ich gar nichts kaufen. Der ist nur so zum hübsch aussehen. Welcome. It's such a... Have you seen anything to your life? Ja. Oh. Ah. Schlaftrank. Den kann man direkt bei dem kaufen. Wie geil ist das denn? Ja gut, dann... Ja. Es gibt also immer die Möglichkeit, es selbst zu machen. Und gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, das irgendwie anders zu bekommen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel mein Ding nicht auf Wissenschaft drillen müssen. Ich hätte jetzt auch so den Schlaftrank nehmen können. Gut zu wissen. Aber da ich jetzt auch die Quest fertig machen möchte und ja, ich jetzt keine Zeit habe, diesen Schiller-Dingsbums da zu kriegen. Thank you for your visit. See you soon. Überzeuge Dieter, den Eigentümer des Bordells, dir zu helfen. Okay. Come closer, good people. Wir haben hier ein Bordell? Wo war denn das Bordell? Das ist das Bordell? Oh. Wo ist denn der gute Dieter? Dieter ist unten. Das ist nicht unten. Das war aber keine. Ich weiß nicht, die ist im. So. Dann haben wir hier einen Dieter. Dieter. Dieter! Ach, das sind alles Nutten hier. Huren, Entschuldigung. Prostituierte. Die haben sogar Männer. Dem hier, ja. Hallo, Schneckchen. Das ist eine Wache, hoffe ich. Stehen hier auf Rollenspielchen. Die ist doch schon, die ist wesentlich hübscher als die da oben. Vielleicht sollten sie die da hinstellen. Die sieht genau gleich aus, alles klar. Ich kann die aber auch nicht ansprechen, das heißt, wir können hier keinen Sex haben. Yes, why? You looking to have a good time? It seems like you are sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dieter, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank. But I can't risk losing my best customers. Charisma. Versuchen ihn zu überzeugen, ja. Captain Vasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example. San Mateus? Ah, I would have to recruit.
But yeah, that would be interesting. So then, we agree? Yes, that's fine. Tonight your friends will receive their delivery, seasoned. Now, give me the sleeping potion. Super. Thanks to Dieter, you should be able to slip into the Harbor Master's office after dark. But you should still dress as one of us, just to make sure you avoid confrontation. Good idea. I'll see to it. Naja, ich bin ja jetzt so angezogen, ne? Also, da sehe ich jetzt keine Probleme mit. So. Es ist wahrscheinlich wieder zeitlich begrenzt hier. Also, wir sollen es ja heute Abend machen. Wir können jetzt bis... Hochala. Bis heute Abend spielen. Spielen, vorspulen. Guck mal, dies ist nicht so hübsch. Nee, ist nicht so... So, kehre zum Hafen zurück, wenn du bereit bist. Na gut, ich bin bereit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht bereit bin. Ich muss hier lang. Ach, guck mal. Gehen wir mal hier lang. Hier war ich ja noch nicht. Muss ich irgendwie hier so. Kann man rüber klettern. Da, es hat sich gerade hier hingespawnt. Nur um zu saufen. Dieter's Girls will arrive later tonight. We can wait here if you're ready. Ja, ich bin bereit, ne? Also ich habe jetzt nichts. We'll wait for Dieter's Girls to do their work as planned. Then we'll enter. Very well. It's definitely the safer option. Dieter's Girls are gone. Your guard should get a good night's sleep now. You should go. I'll wait here as planned. I can't risk getting caught there. Don't worry. I'll make sure not to hurt anyone. Good luck, Disarde. Oh shit. Jetzt habe ich ja nur einen dabei. Wo muss ich denn hin? So, ich muss irgendwie hier hin. Liegen hier immer noch rum? Ach nee, die haben ja den Schlaftrunk gekriegt. Schlüssel? Habe ich einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel, gut. Locked. Okay, wir können das Schloss nicht aufknacken. Scheiße, wie soll ich denn sonst hier reinkommen? Da ist was. Ah, ein Schlüssel. Was ein Zufall. Schönen guten Tag. Hier ist es gerade sehr ruhig. Ich muss nach oben. Alle hier am Saufen gewesen. Guck mal einer an. Ich glaube, ich muss hier rein. Ah. Und jetzt hier durch. Wie groß ist denn das hier, ey? Finde Vasco, um die Lage zu erörtern. Kann ich jetzt hier nicht einfach raus? Nein. Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt gleich aufgehalten. Ich weiß nicht, ich traue der ganzen Sache nicht. Ich meine, wir sind ja angezogen wie einer von denen. Also wir können... Huchala. Wir können das ja erklären. So ist es ja jetzt nicht. So. Schnell hier wieder weg. Und schnell hier raus. Damn it, I told you not to hurt anyone. What happened? Hä? I was spotted. I didn't really have a choice. Hä? I explicitly said I didn't want my brothers to be hurt. I should never have trusted you with this mission. I'm sorry. But I managed to recover your file anyway. You should take a look at it. Let me see that. So I was right. My real name is Leandra, son of the Darcy family from Serene. Nobles, I suppose. Yes.
I must admit that I had no idea they had given a son to the Nauts. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vesco. But growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Well, whatever. I've learnt my real name thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. A brother? I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nauts care to admit. Darcy. Ich musste gerade sowas von an hier Mr. Darcy aus Stolz und Vorurteil denken. Mir ist aufgefallen, dass das Spiel ziemlich dunkel ist. Ich mach's mal einen Tacken heller, denn ich find's schon sehr dunkel und ich denke, ihr dann wahrscheinlich auch. Weil auf YouTube ist das ja immer alles ein bisschen dunkler als, als man selber das Spiel spielt oder auf der Aufnahme. So. Das haben wir alles erledigt. Fein, fein, fein. Hier haben wir jetzt auch nichts mehr weiter. Ich würde jetzt tauschen. Denn, ich weiß nicht. Ich mag sie voll, deswegen. Hat sie überhaupt? On Ormanawi. My mother is still held in this outpost near Vigigador. Ach ja. I must do everything I can to free her from the lion's claws. So, will you accompany me? Ja, ja. Maybe later. I have no time to take care of this at the moment. I understand. But do not wait for too long. They may be hurting her. Anything else? Nö. I must leave you. See you later. Obwohl ich das eigentlich erledigen könnte, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mir die Karte angucken soll. Aber, ach, wisst ihr was? Komm, wir nehmen die an. Wir befreien ihre Mutter. On Ormanawi. My mother is... I must do it. So will you... Ja. We will do everything we can to free her. Do not worry. Let's go. So, gehe zum Außenposten der Allianz. Das ist schon mal gut. Sollen wir schlafen? Wir schlafen eben bis zur Morgendämmerung. So. Habe ich hier eine... Na, was ist das denn? Wieso macht er das denn immer? Ah! Ach, ich habe keine Ahnung, was hier immer los ist, ey. Ah, nee, ich will die Karte sehen. Was ist das denn da für ein Ort? Wir haben... Wo sind denn hier die Quests? Da. Gehe zum Außenposten unter Phantomen. Wir werden jetzt erstmal das machen. Mit den ganzen Gouverneuren hier treffen. Ja. So, wir werden jetzt erstmal das, genau. Wir werden jetzt erst das tun. Da hinten war auch noch was. Ja, müssen wir da... Wir müssen da eigentlich auch noch mal hinreisen. Aber ich habe das jetzt angeklickt.
Also gehen wir jetzt auch erst das machen. Wir gehen jetzt erst diese Leute da treffen, dann eröffnen sich ja auch neue Aufgaben. Wahrscheinlich, denke ich mal. Ich hoffe die ganze Zeit und bete, dass das Spiel nicht abstürzt. Nee, wir laufen. Definitiv laufen wir. Ich möchte ja hier was von der Welt sehen. Was ist das denn hier? Oh, plündern! Oh, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen! Ich weiß nicht von wo. Da. Move away. Things are about to get dicey. Ach, einfach noch die beste Methode. So, ich muss jetzt auch Schluss machen. Sehe ich gerade. Mein Wecker klingelt. So, dann tschüssi, bis zum nächsten Mal.